Die Koloraturen gespickte und höchste sängerische Ansprüche stellende Wahnsinnsarie ist der Höhepunkt einer jeden Aufführung von Gaetano Donizettis Oper Lucia di Lammermoor. Wenn die tragische Titelheldin im blutbefleckten Nachtgewand auf der Bühne erscheint, nachdem sie soeben in der Hochzeitsnacht mit einem Dolch den frisch angetrauten, aber keineswegs geliebten Gatten getötet hat. Der Abend ist sehr fein geworden, sehr klein, weil wir versucht haben, diese Musik frei zu lassen und atmen zu lassen und ihr auch nicht zu nahe zu kommen, sie in die Hand zu nehmen, sehr liebevoll mit ihr umzugehen und sehr nuancenreich auch im Spiel und mit unseren Theatermitteln. Zu sehen ist eine Geschichte voll Liebe, Hass, Blut und Wahnsinn unter schottischen Landadligen. Die junge, naive Lucia liebt Edgardo, einen Erzfeind der Familie. Eine Heirat ist daher ausgeschlossen. Zumal Lucias Bruder Enrico schon einen anderen Kandidaten im Visier hat, den reichen Lord Arturo Buckley. Es kommt also zu einer Zwangsverheiratung. Lucia di Lammermoor zu inszenieren, erfordert viel Geschick und deshalb führt Sandra Leupold den Zuschauer zusammen mit ihrem Bühnenbildner an einen atmosphärisch unheimlichen Ort. Denn gezeigt wird ein Blick hinter die Kulissen eines Opernhauses auf eine Seitenbühne nachts um 4. Ein Ort, der Leuten wie uns, die nun ihr Leben an solchen Orten verbringen, immer auch etwas bedeutet, weil er von einer Wehmut durchzogen ist, weil er ein Ort ist, an dem es nur ein Gestern gibt. Die oft betörende Schönheit der Musik, des Bel Canto, passt nicht immer zur Ausdruckskraft des Textes und zur Handlung, vermittelt zuweilen gar Gegenteiliges. Öffnet damit allerdings der Regie auch Räume, um utopische Momente zu entwickeln. Wenn beispielsweise Lucias wahrer Geliebter Edgardo genau in dem Moment auf der Szenerie erscheint, als die Hochzeit mit dem verhassten Nebenbuhler gerade vollzogen wird. Die Musik formuliert eben nicht, was wir erwarten würden, heute wir Realismusgeschädigten, nämlich einen Schrecken, sondern die Musik erzählt von einem unglaublich utopischen, langsamen, schönen Fließen, von einer Welt der Sehnsucht danach, mit diesem sinnlosen Töten und Hassen vielleicht endlich einmal aufhören zu können. Die Hoffnung indes ist vergebens. Abneigung und Hass sind aus dieser Welt nicht mehr zu entfernen. Im Gegenteil. Edgardo und Enrico stacheln sich gegenseitig noch an, forcieren mit großer Lust ihren Hass aufeinander. Einzig Lucia hat sich, wenn auch mit Blut an den Händen, aus den Fesseln ihres Lebens befreit. Mit leerem Blick sucht sie den Geliebten, fleht um Vergebung für ihre Schuld, ist doch aber schon nicht mehr von dieser Welt, wenn sie es überhaupt jemals gewesen ist.